Herzlich willkommen zum allerersten Interview auf diesem Kanal. Wenn ihr Interesse an regelmäßigen Interviews mit verschiedenen Personen mit verschiedenen Standpunkten habt, dann vergesst nicht, den Like-Button zu hauen, kostet euch keinen Cent und hilft diesem Kanal nachweislich weiter. Und natürlich abonniert auch gerne kostenlos, um keine weiteren Videos zu verpassen. Heute spreche ich mit Maurice Höfgen. Für diejenigen, die dich noch nicht kennen, Maurice, kannst du vielleicht einen kurzen Überblick geben über deinen Werdegang und womit du dich beschäftigst. Ja klar, hi. Danke erstmal für die Einladung. Derzeit verbringe ich die meiste Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter für Finanzpolitik im Bundestag. Wenn ich das gerade nicht mache, dann schreibe ich Artikel, dann drehe ich YouTube-Videos auf meinem YouTube-Kanal Geld für die Welt. Da gibt es ein Newsletter dazu, da mache ich auch längere Kurse. Ich habe ein Buch geschrieben mit dem Titel Mythos Geldknappheit und das heißt, es geht bei mir ziemlich viel ums Thema Geld, Finanzen, Geldsystem, Fiskalpolitik. Soweit kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Ne? Ja, deinen YouTube-Kanal habe ich vor kurzem auch entdeckt. Also dank dem YouTube-Algorithmus wurde mir das vorgeschlagen. Habe dann auch gleich stundenweise Videos geschaut, weil ich die Inhalte sehr stark finde. Mein Favorit bisher ist ganz klar der Ketchup-Ökonom Hans-Werner Sinn. Auf jeden Fall ein empfehlenswertes Video. Und den Kanal werde ich natürlich auch nochmal unter diesem Video verlinken. Aber was macht eigentlich ein wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestag? Was ist da deine Rolle und für wen arbeitest du? Ja, das ist eine gute Frage, weil häufig ranken sich so ein paar Missverständnisse drumherum. Einfach erklärt, wenn jemand als Abgeordneter in den Bundestag kommt, dann ist er höchstwahrscheinlich einer Fraktion zugehörig, die wiederum zu einer Partei gehört. Aber unabhängig von Fraktion und Partei braucht er Leute, Mitarbeiter, um seinen Abgeordnetenalltag zu bestreiten, um vorbereitet zu werden auf Interviews, auf seine Reden im Plenum, auf Anträge, die er schreiben will. Und dafür kriegt jeder Abgeordnete vom Bundestag, von der Bundestagsverwaltung ein Budget, Monatsbudget und kann davon Mitarbeiter einstellen. Und einer davon bin ich. Und als wissenschaftlicher Mitarbeiter ist eben meine Aufgabe eigentlich, ihn bestmöglich darauf vorzubereiten, auf alles, was er inhaltlich hat. Wie gesagt, Anträge, Reden, Interviews, Talkshows, Radiobeiträge, was auch immer. Und ihm zweitens, das ist der zweite Teil, Presseöffentlichkeit zu verschaffen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel eine kleine Anfrage stellen an die Regierung, wir sind Opposition, es ist ein Abgeordneter der Linksfraktion, schauen wir der Regierung natürlich auf die Hände, was sie da so macht. Welcher Abgeordneter ist es, wenn du das sagen kannst? Ja, Christian Görke. Christian Görke, okay. Er war mehrere Jahre Finanzminister in Brandenburg und ist jetzt neu eingezogen, genau. Und natürlich, wenn man zum Beispiel die Regierung was fragt, wenn man sie kontrolliert, will man natürlich danach auch, dass es medial verwertet wird. Dann läuft es dann durch die Presse, da arbeitet man mit Journalisten zusammen. Dann wird quasi aus einer Frage, die wir stellen, um die Regierung zu kontrollieren, nachher eine Agenturmeldung, ein Spiegelartikel. Und so kriegt es dann die Öffentlichkeit mit. Ich glaube, wenn man Teil einer Regierungspartei oder Fraktion ist, sieht die Arbeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter nochmal anders aus, weil man nicht so sehr dieses, wir kontrollieren die Regierung, wir schauen der auf die Finger und wir stellen der ganz viele Fragen hat, sondern eben das anders geartet ist, dann die Arbeit als Abgeordneter. Auch ein bisschen ruhiger dann das Leben. Also als Opposition ist schon zum Teil, unterschätzt man, glaube ich, weil man sich manchmal fragt, was die so machen. Aber die müssen meistens mit weniger Leuten die gleiche Arbeit wegtragen und dazu noch kritisch sein und hinterfragen. Ja. Mhm. Gibt es vielleicht irgendein Beispiel für eine kleine Anfrage, wo du mitgewirkt hast, wo irgendein spannendes Ergebnis dabei rauskam? Mir fallen zwei ein. Eins ist vielleicht für den Kontext hier interessant. Das war eine Frage, wie viel denn der Bund, der Deutsche Bund, im Jahr 2021 mit dem Verkauf von Staatsanleihen verdient hat. Verkauft Staatsanleihen, zum Beispiel um seine Ausgaben zu tätigen. Jetzt während der Corona-Krise hat er Schulden gemacht, heißt mehr Geld ausgegeben, als er eingenommen hat. Wenn das Konto bei der Bundesbank leer ist, dann muss er Anleihen verkaufen, um das zu füllen. Und im Moment ist es so, dass deutsche Staatsanleihen, dass es dann eine negative Rendite gibt, so nennt man das.
Das ist nicht, dass der Staat einen negativen Zins zahlt. Das wird manchmal missverstanden. Das macht er nicht. Der Zins ist null. Aber die Banken, die dem Staat die Anleihe abkaufen, kaufen zum Beispiel eine Anleihe im Wert von 1.000 Euro für 1.000 Euro und 50 Cent ab. Und so gibt es dann nachher genau eine negative Rendite. Die bringen also noch Geld mit, um dem Staat die Anleihe abzukaufen. Und da wurden dann, das ging auch ziemlich gut durch die Medien. Habe ich gelesen, ja. Bund verdient 6 Milliarden im Jahr 2021 und da verbinden wir natürlich dann politische Forderungen mit. Ja, dann wird da adressiert, jetzt wieder Zeit zu investieren, um die Wirtschaft wieder hochzubringen und so weiter und so fort. Okay, der Staat verdient quasi Geld, indem er Schulden aufnimmt. Was glaubst du, wie lange dieser Trend weiterläuft? Ist das etwas, was wir mit dem wir dauerhaft rechnen oder ist das ein vorübergehender Effekt aufgrund spezieller Umstände? In gewisser Weise ist es ein spezieller Effekt, der den Umständen geschuldet ist, aber die Umstände liegen völlig in der Hand der Europäischen Zentralbank. Also, dass die Renditen so negativ sind, so niedrig und teilweise negativ sind, hat eben damit zu tun, dass wir Nullzinsen haben, dass wir sogar die Banken sogar 0,5% Strafzins zahlen auf ihre Einlagen bei der Europäischen Zentralbank. Und ja, also ne, wenn man jetzt eine Bank ist, man will ja Profite machen und für die Reserven, für die Einlagen bei der EZB muss man 0,5% Strafzins zahlen. Da ist man auch bereit, eine Anleihe zu halten, die dann eine Rendite von minus 0,3% hat, weil besser nur minus 0,3 als minus 0,5% verlieren in dem Sinne. Und genau, dadurch kommt es eben zustande. Und man muss auch sagen, dass deutsche Staatsanleihen sehr gefragt sind, gelten so ein bisschen als der Fels in der Brandung neben vielen anderen, neben japanischen, neben US-amerikanischen zum Beispiel. Und gerade im Eurozonenvergleich sind natürlich Deutsche beliebter als die griechischen. Aber, und da kommen wir jetzt zurück, das ist sehr spannend, selbst in der Corona-Krise, Griechenland, hohe Staatsverschuldung, Italien, hohe Staatsverschuldung, Wirtschaft abgeschmiert. Man würde sagen, Gott, da müssen die Zinsen ja explodieren, die Renditen auf Staatsanleihen, die müssen ja hochgehen bis zum geht nicht mehr. Selbst bei Griechenland und Italien waren langlaufende 10-jährige Staatsanleihen nachher bei unter 2, teilweise unter 1%. Warum? Weil die EZB einfach mit ihrem großen Anleihekaufprogramm sichergestellt hat, liebe Banken, ihr könnt den Finanzministern, dem Griechischen und dem Italienischen die Staatsanleihen abkaufen, habt keine Sorge, im Zweifel kaufen wir euch die immer wieder ab. Es gibt also kein Ausfallrisiko. Wenn es kein Ausfallrisiko gibt und negative Zinsen auf die Einlagen, dann ist das ein ziemlich guter Deal, europäische Staatsanleihen, griechische Staatsanleihen für 1% Rendite zu kaufen. Ne? Okay. Auf und das Thema Frage, der... Ja. Oder ganz kurz noch, die Frage, wird das so bleiben, ist natürlich eine Frage, was macht die EZB? Ja? Also wie verändert sie ihre Geldpolitik? Wir haben jetzt gesehen, dass sie angekündigt hat, das große Anleihekaufprogramm PEP, genau, Pandemic Emergency Purchase Program, auslaufen zu lassen im März. Es wird ein Stück weit verlängert, Teile davon, also die Erlöse, die Anleihen, die auslaufen, wenn sie da Erlöse bekommt, die reinvestiert sie jetzt noch. Also es wird sozusagen kein kalter Entzug, sondern ein softer Ausstieg. Aber netto baut sie sozusagen keinen Bestand mehr neu auf. Und das macht natürlich was mit den Märkten. Ja? Wenn die Banken dann nicht mehr sicher sein können, dass sie wirklich alles abladen können, dann könnte es sein, dass die Renditen wieder steigen und vielleicht die Kollegen aus Großbritannien und aus den USA sind die Wege ja schon gegangen, auch die Zinsen zu erhöhen bzw. Erhöhungen anzukündigen. Das setzt natürlich auch die EZB unter Druck. Und wenn sie das macht, dann werden auch die Renditen der Staatsanleihen perspektivisch wieder steigen. Also es hebt quasi den Gesamtmarkt nach oben. So wie es den Gesamtmarkt nach unten gezogen hat, dass die EZB seit Jahren groß in Anleihekaufprogramme eingestiegen ist, jetzt während Corona dann noch mal mehr und eben einen negativen Einlagezins sogar hat mittlerweile. Man sieht ja schon eine recht deutliche Divergenz zwischen dem, wie jedenfalls die US-Notenbank zum Beispiel kommuniziert und was sie ankündigt und dem, was die EZB kommuniziert. Glaubst du, dass diese Divergenz auf mittelfristige Sicht zu halten ist? Es kommt drauf an. Also typischerweise ist es so, dass die Amerikaner voranschreiten und der Rest der Welt
geht hinterher. Länder, die zum Beispiel ihre Währung an den US-Dollar gekoppelt haben, also zum Beispiel ein festes Wechselkursregime verfolgen, gibt es einige Entwicklungsländer, die gehen dann immer gleich nach, weil sie eben dieses Wechselkurs, diesen versprochenen Wechselkurs, dieses Umtauschverhältnis eigene Währung zu US-Dollar aufrechterhalten wollen. Das können sie nur, indem sie quasi, wenn die Fed sagt, sie macht jetzt 0,2, 0,4% Leitzins, weiß ich gerade gar nicht, auf was sie den erhöht hat, weil ich so viel im deutschen Kontext unterwegs bin. Aber das müssen die dann eben spiegeln und kopieren, sonst kriegen sie Probleme. Aber andere Länder, die ihre eigene Währung haben und souverän sind, Japan, auch Deutschland oder die Eurozone als Ganzes, die können da eher entspannter umgehen. Aber es sind halt Mainstream-Ökonomen und die Mainstream-Theorie besagt eben, dass es weise wäre, das zu spiegeln. Denn wenn es nachher 2% Zinsen auf den US-Dollar gibt und immer noch 0 auf den Euro, dann macht das was mit den Wechselkursen und das finden wir dann nicht so dolle. Oder ja. Also die EZB und die Mainstream-Ökonomen dann auch. Ich würde gerne über die Inflation sprechen. Ist ja gerade ein absolut heißes Thema, das viele Menschen bewegt, auch Menschen, die eigentlich sich überhaupt nicht mit diesen Themen normalerweise auseinandersetzen. Liegt natürlich daran, wir messen gerade in vielen Teilen der Welt Inflationsraten, die wir seit Jahrzehnten nicht gesehen haben. Und Inflation heißt ja, ich bekomme plötzlich für meinen Euro, mein Portemonnaie weniger Waren oder Dienstleistungen. Da geht es also ans Eigentum der Menschen. Also verständlicherweise ist das ein emotionales Thema, was viele Leute aufregt und beschäftigt. Die erste Frage ganz grundsätzlich: Warum ist die Inflation trotzdem ein von der Regierung oder von der Notenbank erwünschter Effekt? Man peilt ja diese 2% Inflation an. Wozu? Ja, also da muss man jetzt sehr aufpassen. Also es ist richtig, dass das Inflationsziel 2% ist und nicht 0%. Deswegen könnte man meinen, es wäre sozusagen Inflation gewünscht. Aber das hat eigentlich eher einen pragmatischen Grund. So wie Inflation gemessen wird, im Warenkorb, Verbraucherpreise, und dann schaut man, wie sich sozusagen die einzelnen Güter im Warenkorb entwickeln und dann der Warenkorb als Ganzes. Da gibt es sehr viele Messfehler, da gibt es Ungenauigkeiten. Und weil man die Deflation mehr fürchtet als die Inflation, sagt man, komm, wir zielen auf 2% Inflation. Wenn wir uns dann nach unten ein Stück weit irren, dann sind wir wenigstens nicht in der Deflation. Das ist eigentlich der pragmatische Grund. Es gibt nämlich auch, sagen wir mal, ich hatte das zuletzt auch auf meinem Kanal, Christian Rieck hat das auch gesagt, Florian Homm. Also es gibt sehr viele Leute, die auch eine hohe Reichweite auf YouTube haben. Ein Crash-Prophet wie Marc Friedrich sagt das auch sehr häufig. Die Staaten würden sehr hohe Inflation wollen, um ihre Schulden wegzuinflationieren. Mhm. Das halte ich für falsch, denn wir sehen ja, was es für eine Debatte auslöst, wenn man mal ein bisschen mehr als 2% Inflation hat. Man muss dazu sagen, in Deutschland hatten wir jahrelang deutlich weniger als 2%. Wir waren unterm Ziel. Ich habe das zuletzt mal nachgerechnet, seit Einführung des Euros, wenn man sich das Preisniveau anguckt, da man immer noch 13 Prozentpunkte unterhalb dessen, wo wir eigentlich wären, wenn wir jedes Jahr 2% Inflation gehabt haben. Also wir haben, die Inflationsrate ist gestiegen, aber eigentlich ist das Preisniveau immer noch unter Plan. Und das Argument ist Inflation, ja, dann immer, naja, also die Art und Weise, wie wir Inflation messen, ist so fehlerbehaftet, dass die tatsächliche Inflation viel höher liegt. Was sagst du dann zu diesem Argument? Das ist schwierig, weil jeder hat natürlich seine eigene Inflation in dem Sinne, weil wir alle anders konsumieren. Und deswegen hat jeder seinen eigenen Warenkorb, kann man, glaube ich, auch ausrechnen. Aber selbst dieser Warenkorb ist eben nicht perfekt, weil was ist, wenn ein Produkt besser wird von der Qualität, das neue iPhone eben eine bessere Kamera und einen besseren Prozessor hat, aber 100 Euro mehr kostet? Wie viel von diesen 100 Euro ist jetzt Inflation und wie viel ist jetzt Qualitätsunterschied? Das ist also schwierig, sowas da rauszurechnen. Natürlich hat der Verbraucherpreisindex Schwächen, gar keine Frage. Deswegen hat man zum Beispiel auch mal, man misst ja auch Produzentenpreise und so weiter und so fort. Man hat einen Deflator, also gibt verschiedene Modelle, wie man das machen kann. Aber häufig ist damit gemeint, wenn man nur Verbraucherpreise misst, werden zum Beispiel nicht die Vermögenspreise mit einbezogen. Mhm. Das will man dann häufig auf diese Asset Price Inflation, Vermögenspreisinflation abstellen.
Und da muss man sehr vorsichtig sein, denn also die Mietpreise entwickeln sich zum Beispiel anders als die Immobilienpreise. Also wenn man eine Immobilie verkauft, dann ist das nochmal eine andere Nummer, ob die Bodenpreise sich anders entwickeln, als es bei den Mieten ist. Manche wollen auch zum Beispiel Aktien, wenn der Aktienmarkt steigt, dann nennen sie das Inflation, was ich ein bisschen schräg finde. Das ist für mich keine Inflation, Aktienmarkt. Dann haben wir so Sachen wie natürlich andere Vermögensprodukte, die dann auch im Wert steigen. Also man muss ganz genau hingucken, was meint man eigentlich und was betrifft denn tatsächlich, also was stimmt nachher, wenn, wieder zu deiner Aussage, man kriegt für jeden Euro, für jeden US-Dollar, für wo auch immer man sitzt und welche Währung man hat, eben weniger als am Tag, am Monat, am Jahr vorher. Da muss man ganz genau hinschauen. Und, um das nur kurz hinzuzufügen, es ist nicht so, dass jeder unter Inflation verliert. Inflation ist vor allem ein Verteilungsproblem. Inflation ist ja, wenn der Bäcker auf meiner Straße die Brötchenpreise erhöht. Ja, dann gehe ich hin und muss mehr für meine Brötchen zahlen. Aber wenn ich mehr zahle, verdient er mehr. Wenn einer mehr ausgibt, verdient jemand anderes mehr. Irgendjemand kann höhere Preise durchsetzen, damit ich höhere Preise zahlen muss. Also Gewinner und Verlierer gibt es. Und wer sind die Gewinner und wer sind die Verlierer, ist eine spannende Frage. Und da muss man sagen, die Leute, die Schulden haben, die sind üblicherweise die Gewinner, denn die Schulden werden dann weniger wert. Das ist gut für die Leute, die verschuldet sind. Deswegen auch die Erzählung, der Staat ist ja auch netto Schuldner, für ihn wäre es gut. Wer verliert? Diejenigen, die viel Vermögen haben, ja, die verlieren, zumindest die, die liquides Vermögen haben. Und natürlich, sagen wir mal jetzt, wenn man nochmal im Markt guckt, da gibt es ganz viele Gewinner und Verlierer. Also diejenigen, die marktmächtig sind, höhere Preise durchsetzen können, die gewinnen. Und diejenigen, die in einem strengen Wettbewerb sind und keine höheren Preise durchsetzen können, die verlieren. Also es gibt ganz viele Grautöne da, kein Schwarz und Weiß. Du sagst also, die Regierung peilt diese 2% eigentlich nur an, um Deflation zu verhindern, weil das das schlimmere Szenario wäre. Aber es klingt doch erstmal ganz attraktiv. Deflation heißt, die Preise fallen, meine Kaufkraft steigt. Was wären denn die negativen Auswirkungen einer Deflation oder sogar einer Deflationsspirale? Ja, da gibt es ganz viel. Ich will mal zwei Sachen nur nennen. Das erste ist, dass die Deflation ist das Gegenteil. Das Geld wird sozusagen mehr wert. Und wenn Deflation ist, dann gibt es einen sehr starken Anreiz zu sparen, seinen Konsum in die Zukunft zu schieben. Wenn ich heute das Geld nicht ausgebe, dann kriege ich ja vielleicht in einem Monat viel mehr für mein Einkommen, für meine 100 Euro, die ich jetzt ausgeben wollte, für, weiß nicht, einen Kinobesuch oder keine Ahnung was. Und das ist eben problematisch, denn wenn gespart wird, wenn das Geld nicht mehr ausgegeben wird, dann machen die Unternehmen keinen Umsatz. Wenn sie heute keinen Umsatz machen, keine Produkte verkaufen, dann ist morgen, lassen sie die Beschäftigten gehen, dann investieren sie nicht mehr, weil wenn sie heute keinen Umsatz gemacht haben, können sie damit rechnen, den morgen zu machen. Und dann gibt es sozusagen, dann bricht die Wirtschaft ein. Und das ist eine ganz üble Spirale, die man dann hat. Dazu kommt, wenn man nochmal auf die Unternehmensebene schaut, Produktion dauert ja seine Zeit. Und wenn man Deflation hat, dann ist es so, vor allem in der Industrieproduktion. Ja, wenn ich jetzt mal sage, Produktionsprozess, um, ich weiß nicht, ein Auto zu bauen oder so, ja, da kauft man ein und dauert es 2 Monate, bis das Auto hinten raus ist. Dann die Einkaufspreise ja viel höher, also bei einem viel höheren Preisniveau, als zu dem Moment, wo das Auto nachher auf den Markt geht. Das heißt, die Unternehmen haben einen systematischen Nachteil, dass sie bei hohem Preisniveau einkaufen und bei niedrigem dann nachher ihr Produkt verkaufen können. Und das macht natürlich was mit den Unternehmen, wenn sie profitabel sein wollen. Das heißt, da sind ganz viele Faktoren, die sozusagen dazu führen, dass die Wirtschaft eher abschmiert, als dass sie fluktuiert. Floriert, wollte ich sagen, sorry. Wenn man jetzt versucht, die Ursachen für die aktuelle Inflation, höhere Inflation, die ja eindeutig über die Zielmarke hinausschießt, zu verstehen, dann ist ja die landläufige Meinung, ja, man schaut sich den Chart für die Geldmenge M2 an und da ist ganz klar erkennbar, die Geldmenge ist jetzt auch gerade in den Jahren der Pandemie so extrem expandiert, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, so extrem wie in der Geschichte der Menschheit noch nicht.
Gleichzeitig, jedenfalls bezogen auf die, auf den Zeitraum. Die ist sehr stark gestiegen, ja. Und gleichzeitig legt man den Chart der Inflation darüber und die Korrelation sieht ganz logisch aus. Und die Schlussfolgerung ist doch dann, wenn es mehr Geld im System gibt, dann ist mein Geld weniger wert. Du siehst das aber anders. Warum? Ja, das sehe ich anders. Es gibt zwei Wege, das jetzt zu erklären. Der erste wäre zu erklären, sozusagen mal logischer, theoretischer Sicht, warum ist die Geldmenge als Indikator eigentlich egal, um das Preisniveau zu erklären oder um Inflation zu erklären? Und das zweite wäre, das wäre dann von hinten dran, was ist denn mit der Inflation, die wir aktuell haben? Wo kommt die denn her? Was wollen wir zuerst machen? Ich würde erstmal über die Geldmenge und die Korrelation zwischen Inflation und Geldmenge sprechen. Okay, dann machen wir es theoretisch. Ich hatte zuletzt mal so ein Gedankenexperiment gemacht. Bäcker Lutze hat seine Bäckerei, steht vorm Ofen, backt Brötchen. Für den Bäcker bist du bereits bekannt im Internet, ja? Ja, das stimmt. Bäcker Lutze ist ein Meme geworden. Naja, er steht vor seinem Ofen, hat seine Schürze an, Mehl in den Händen und dann macht er die Pressekonferenz an. Ja, EZB verkündet die geldpolitischen Entscheidungen. Und dann hört er der Christine Lagarde zu und irgendwann fragt er sich, ja, die hat jetzt irgendwie was erzählt zum Anleihekaufprogramm und zu Zinsen, die bleiben, wie sie sind. Aber was ist denn jetzt eigentlich mit der Geldmenge? Da habe ich jetzt gar nichts zugehört. Ja, Christine Lagarde spricht nicht über die Geldmenge. Der Europäischen Zentralbank ist die Geldmenge egal. Interessiert sie nicht. Sie will sie nicht verändern. Sie kann sie auch nicht steuern. Auch beim Anleihekaufprogramm geht sie nicht um die Geldmenge. Sie will die Preise, das Zinsniveau, das Preisniveau. Kannst du kurz erklären, warum die Geldmenge nicht gesteuert werden kann? Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ja. Nun ja, wenn zum Beispiel Christian Lindner sich entscheidet, mehr Geld auszugeben als Finanzminister, dann erschafft er damit sozusagen neues Zentralbankguthaben. Und wenn das Zentralbankguthaben bei den Banken landet, gibt es dann mehr im System, ohne dass die EZB was gemacht hat. Und das viel Entscheidendere ist aber noch, wenn die Banken Kredit vergeben. Das machen sie aus dem Nichts, wenn sie glauben, der Kreditnehmer ist kreditwürdig, kann ihn also in 2 Jahren, 5 Jahren, wie auch immer, zurückzahlen, dann gibt es irgendwann den Moment, dass die Banken eine Nachfrage danach haben, dass das Zentralbankgeld brauchen, zum Beispiel, wenn das Geld dann, das per Kredit vergeben wurde, zu einer anderen Bank überwiesen werden soll oder wenn es in Bargeld umgewandelt werden soll oder um zum Beispiel die Mindestreservepflicht zu erfüllen von 1%. Und das heißt, die Nachfrage nach dem Zentralbankgeld ist sehr stark von Faktoren abhängig, die die EZB nicht beeinflussen kann. Also ob der Bäcker jetzt einen Kredit aufnimmt oder nicht, kann die EZB sehr wenig beeinflussen. Und ob Christian Lindner jetzt mehr Geld ausgeben will oder nicht, auch nicht. Deswegen kann sie die nicht steuern. Aber jetzt zurück zu der Frage, warum ist die Geldmenge egal? Bäcker Lutze guckt natürlich nicht die Pressekonferenzen der EZB. Kein Kleinbetrieb, mittlerer Betrieb interessiert sich dafür. Die interessieren sich dafür, was mit den Auftragsbüchern. Sind die voll oder sind die nicht voll? Die wissen gar nicht, wie sich die Geldmenge verändert und merken das auch erst, wenn mehr Leute hingehen und mehr Brötchen kaufen. Ja, da geht es nicht um die Geldmenge, da geht es um die Nachfrage. Wenn man sich das nochmal ein Beispiel vorstellt, Geldmenge ist ja quasi all das Geld, was wir bei uns in den Hosentaschen, im Geldbeutel haben und auf dem Bankkonto. Wenn wir jetzt all unsere Bankkonten abräumen und unser Bargeld nehmen, das schmeißen wir alles auf einen großen Haufen. Jetzt kommt Christian Lindner und meinetwegen auch noch der Chef von der Commerzbank, die kommen beide mit Schubkarren voller neuem Geld und schippen das auf diesen Haufen drauf. Ja, dann wird die größer. Passiert dann irgendwas beim Bäcker hier auf der Straße mit den Preisen? Nein, er kriegt es gar nicht mit. Er kriegt es wirklich nicht mit. Die Geldmenge ist für ihn egal, wie es für alle anderen auch egal ist. Er kriegt es erst mit, wie gesagt, wenn jemand hingeht zu diesem Haufen, das Geld nimmt und ausgibt. Ausgaben sind das Entscheidende, nicht die Geldmenge. Die Ausgaben können aber auch steigen, ohne dass die Geldmenge sich verändert. Wenn wir alle uns entscheiden, weniger zu sparen, jetzt in der Corona-Krise, da konnte man nicht ins Kino, nicht ins Restaurant, da haben Leute tendenziell auch gespart. Wenn die jetzt wieder aufmachen, hatten wir jetzt zum Teil den Effekt, dann holen die das nach. Dann wollen die dann alle ins Restaurant, ins Kino, dann geben sie das Geld aus. Dann steigt die Nachfrage, ohne dass sich die Geldmenge überhaupt verändert hat. Ja, darauf kommt es also an. Ökonomen nennen das, ich finde die Termini immer ganz schlimm, aber Ökonomen nennen das
Man muss zwischen Bestands- und zwischen Flussgröße unterscheiden. Geldmenge ist eine Bestandsgröße. Das heißt, es ist einfach sozusagen, im Englischen sagt man Stock, Geldmenge sitzt da auf dem Haufen und macht nichts. Sie verursacht nichts. Ja? Sie verursacht erst etwas, wenn die Bestandsgröße Geldmenge zur Flussgröße Ausgaben wird. Also wenn ihm hingeht und das Geld ausgibt. Und es gab der bekannte Ökonom Kaletsky hat mal gesagt, Economics is the profession of confusing stocks with flows, also Bestands- und Flussgrößen zu verwechseln. Long story short, wenn man wissen will, ob die Unternehmen die Preise erhöhen oder nicht, dann muss man schauen, sind die Auftragsbücher voll, wie hat sich die Nachfrage verändert, drückt der Staat aufs Gaspedal, ja oder nein, und nicht auf die Geldmengenstatistik gucken und schauen, ob sich das verändert hat, denn das hat damit unter Umständen nichts zu tun. Okay, auf einen Punkt würde ich gerne nochmal eingehen. Du sagst, die EZB kann im Grunde nicht kontrollieren, ob die Bank dem Bäcker einen Kredit vergibt. Ändert sich das nicht in dem Moment, wenn die EZB dazu übergeht, auch zum Beispiel Unternehmensanleihen aufzukaufen, weil sie dann sozusagen den Risikoaufschlag zum Beispiel eliminiert im Markt? Das wird jetzt vielleicht auf den Bäcker nicht zutreffen, aber auf Konzerne zum Beispiel, die sich einfacher finanzieren können. Ist das nicht ein Anreiz letztendlich, dann die Geldmenge zu erhöhen auch? Doch, das ist ein indirekter Anreiz. Genauso wie ja der Anreiz ist, wenn sie die Zins senkt, geht man ja davon aus, dann ist es günstiger, einen Kredit aufzunehmen. Und wenn es günstiger ist, dann kauft der Bäcker eher einen Ofen, noch einen zweiten, um mehr Brötchen zu backen. Oder der Automobilhersteller eher noch eine neue Maschine, um die Autos besser und schneller zu produzieren. Stimmt. Indirekt hat sie also Einfluss, aber sie kann sie nicht steuern, nicht kontrollieren. Sie kann nicht festlegen, jetzt im Februar 2022 wird die Geldmenge XY sein. Das kann sie nicht. Und wenn sie es machen, und wenn sie es versuchen würde, das hatten wir schon mal, Monetarismus nennt sich das, einige Vollgeldbefürworter wollen das, dann wird das ganz übel enden. Denn wenn wir eben jetzt herausgefunden haben, die Nachfrage nach Geld, die ist sozusagen, die schwankt. Wenn der Bäcker einen Ofen will, kaufen will, einen neuen, dann hat er Nachfrage. Wenn er keinen kaufen will, hat er keine. Ja? Also und wann diese Investitionsentscheidungen getroffen werden, kann man gar nicht als zentrale Institution absehen oder steuern. Wenn die Geldmenge jetzt fix ist, weil wir festgelegt haben, die soll das sein, und die Geldnachfrage aber schwankt, dann ist in einem Tag, montags ist der Zins 0%, mittwochs ist er 2%, freitags ist er dann, weil es irgendwie viel zu viel Geld gibt, minus 2%. Und so geht das natürlich über Monate und Jahre auch. Und ein schwankender Zins ist die Hölle für Unternehmen. Weil wie sollen sie heute entscheiden, ob sich eine Investition lohnt zu Zinskosten von 2%, wenn der Zins morgen 0% oder 4% sein kann? Das ist Unsicherheit in einer Welt, die eh schon so unsicher ist. Das wäre der Horror für die Unternehmen. Und dann würden die aufhören zu investieren. Und wenn die nicht investieren, dann klar schmiert die Wirtschaft ab. Okay. Das ist quasi jetzt zum Thema Korrelation, Geldmengenausweitung und Inflation. Aber woher kommt denn dann die aktuelle Inflation? Ja, du hattest am Anfang das Interview, das Video von mir zum Ketchup-Ökonom Hans-Werner Sinn angesprochen. Im gleichen Interview schafft er es, ziemlich viel Richtiges zu sagen, wo die Inflation herkommt, aber trotzdem wieder auf seine Geldmenge zurückzukommen. Das ist ganz, ganz interessant. Und dann sagt er, ja, eigentlich fühle er sich ja bestätigt. Er hat seit 10 Jahren davor gewarnt, weil die EZB, wie er sagt, immer mehr Geld druckt. Können wir auch gleich nochmal drüber reden, dass es gar kein Gelddrucken in dem Sinne ist. Würde mehr Geld existieren eben und das Geld würde langfristig sozusagen in den Markt kommen und dann zur Inflation führen. Wenn man sich jetzt aber, und dann sagt er, die Geldmenge, die EZB-Bilanz hätte sich irgendwie versiebenfacht oder so. Aber wenn die Zentralbankbilanz sich versiebenfachen muss, damit die Inflation auf 5% steigt, in einer Zeit, wo wir eine Jahrhundertpandemie haben und Energiepreise von historischen Niedrigständen 2020, 2021 auf extrem hohe Niveaus klettern, dann stelle ich mir die Frage, sind nicht die Energiepreise, sind nicht die gebrochenen Lieferketten viel relevanter als eine Versiebenfachung der Geldmenge? Also rein statistisch, wenn man das übereinanderlegen würde, könnte man den Effekt dieser Versiebenfachung da drin gar nicht logisch wiederfinden. Die Steigerung der Energiepreise zum Beispiel aber schon.
Das ist das, was wir sehen, ja. Wir haben Gasknappheit, dann steigt der Gaspreis. Wir haben OPEC-Kartell, was höhere Ölpreise diktiert. Wir haben Lockdowns in chinesischen Häfen, in vietnamesischen Produktionsstätten. Wenn es da eben stockt, dann stocken die Lieferketten, dann wird es teurer für die Unternehmen und dann steigen die Preise. Und dazu haben wir in Deutschland einen Sondereffekt, nämlich die Mehrwertsteuersenkung hatten wir hier. Juni 2020 wurde als Konjunkturmaßnahme die Mehrwertsteuer von 19 auf 16 bzw. von 7 auf 5% reduziert. Wenn man die Mehrwertsteuer senkt, senkt man natürlich auch die Preise. Und das kann man sehr gut sehen in der Statistik. Da hat sich ad hoc das Preisniveau auf einen Schlag nach unten korrigiert. Ja, es ist zwischen 1 und 2% abgefallen. Es ging für ein halbes Jahr und dann ist es wieder 1 bis 2% hochgeschossen, weil die Mehrwertsteuersenkung wieder zurückgenommen wurde, weil die Mehrwertsteuer wieder erhöht wurde. Jetzt gibt es einen Trick. Dezember 2021 vergleichen wir natürlich, die Inflation wird so gemessen, dass der Warenkorb Dezember 21 zum Dezember 20 verglichen wird. Im Dezember 20 hatten wir aber Mehrwertsteuersenkung temporär. Da waren die Preise 2% niedriger. Im Dezember 21 war die zurückgenommen. Da war das Preisniveau also systematisch höher. Und das kann man eigentlich nicht machen. Da hat man eine statistische Verzerrung drin, die natürlich in Deutschland 1 bis 2% die Inflationsrate nach oben verschiebt. Den Basiseffekt. Genau. Der ist sehr stark. Das haben wir jetzt im Januar nicht mehr. Was nicht heißen soll, das ist alles nur Mehrwertsteuer. Ja, wir haben Energiepreiseffekte, wir haben Pandemieeffekte, wir haben gestiegene, vor allem dann dadurch Transportkosten. Und Transport ist quasi überall mit drin. Wir haben eine arbeitsteilige Wirtschaft. Das merkt auch dann der Bäcker. Ja, wenn er Weizen schippen muss irgendwoher, also macht er natürlich nicht selber, sondern kauft es an beim Großhandel. Aber der Großhandel holt es irgendwoher, meinetwegen. Überall sind dann die gestiegenen Energiekosten mit drin. Deswegen werden wir das noch ein bisschen länger mit sehen. Langfristige Verträge, die werden jetzt nach und nach geändert, dann zu höheren Preisen abgeschlossen. Das heißt, das erste Halbjahr 2022 wird auf jeden Fall tendenziell über 2% sein. Ja. Du hast dich gerade so ein bisschen an diesem Begriff des Gelddruckens aufgehangen. Ja. Können wir das einmal durchspielen? Wie ist dann der Weg dieses neu geschaffenen Geldes? Also wo entsteht das und welchen Weg nimmt es dann? Und warum wird das nicht gedruckt? Ja, also Geld entsteht, das ist immer so ein bisschen kompliziert, weil wir ein zweistufiges Geldsystem haben. Wir als Privatperson haben unser Bankkonto bei der Sparkasse, bei der GLS, bei der ING DiBa, also bei privaten Banken, Commerzbank, wo auch immer. Ja? Die Banken wiederum haben auch ein Konto und das haben sie bei der Zentralbank. Bei der Zentralbank und den Banken und dem Finanzministerium, das hat sein Konto auch da, diesen Geldkreislauf nennt man Zentralbankgeld, Zentralbankgeldkreislauf oder Reserven und unseren nennt man eben Giralgeldkreislauf. Und die sind voneinander gekoppelt, das muss man eben verstehen. Giralgeld entsteht auf zwei Wege, also das Geld auf unserem Konto. A, wenn eine Bank einen Kredit vergibt. Ja, wenn ich jetzt zur Bank gehe, weil ich sage, ich will ein Haus kaufen und sie gibt mir einen Kredit, dann tippt sie in ihre Excel-Tabelle ein, Maurice Höfgen plus 350.000 und dann gibt es 350.000 Euro mehr. Es wurde keinem anderen weggenommen, es ist in dem Moment neu geschaffenes Geld. Das zweite ist, wenn, sagen wir mal, der Bäcker Lutze jetzt gefördert wird vom deutschen Staat, weil er so innovative Brötchen backt und dann vom Finanzminister 500.000 Euro Fördermittel bekommt. Ja, in dem Moment überweist der Finanzminister vom Konto des Bundes 500.000 Euro Zentralbankgeld auf das Zentralbankkonto der Bank des Bäckers, also oben in diesem, diesem Zentralbankgeldkreislauf. Und die Bank geht dann wiederum hin und tippt plus 500.000 bei sich im eigenen Serversystem, im Kontensystem ein. So entstehen also auch 500.000 Euro Giralgeld. Heißt, wenn man zusammenfassen will, Bankkredite und Staatsausgaben sind das, was Giralgeld erzeugt. Was Hans-Werner Sinn, um den Bogen zu schlagen, jetzt meint, wenn die EZB Staatsanleihen ankauft, mit diesem großen Anleihekaufprogramm,
meint er, ja, es entsteht neues Zentralbankgeld. So wie die privaten Banken Giralgeld aus dem Nichts erzeugen, kann die Zentralbank Zentralbankgeld aus dem Nichts erzeugen. Das ist einfach ein Eintrag in der Excel-Tabelle, wenn man so will. Mhm. Und wenn sie jetzt zum Beispiel eine Staatsanleihe abkauft von einer Bank, dann was passiert bei der Bank? Die Bank hat in ihrer Bilanz vorher, sagen wir, 200.000 Euro Wert deutsche Staatsanleihen. Die verkauft sie an die Bank, dann gehen die weg. Dafür kriegt sie aber 200.000 Euro Zentralbankgeld. Die kommen also hinzu. Für die Bankbilanz netto ändert sich nichts. Sie hat, man nennt das einen Aktivtausch. Sie hat einen Vermögensgegenstand sozusagen, die Staatsanleihen verkauft und dafür einen neuen bekommen. Einlagen bei der Zentralbank, Zentralbankgeld. Jetzt ist es aber so, dass wir bei der Geldmengenstatistik die Staatsanleihen nicht mit drin haben, das Zentralbankgeld also aber eben schon. Und deswegen steigt sozusagen die Geldmengenstatistik M0, ist es dann, steigt sehr stark an, weil es mehr Zentralbankguthaben gibt. Das ist aber nicht, dass man sagen kann, oh, die Banken haben jetzt so und so viel mehr, denn sie haben ihr Vermögen quasi nur umgeschichtet. Es ist so ein bisschen, ich vergleiche das immer, wenn man vom Girokonto was aufs Sparkonto überweist, ja, aufs Tagesgeldkonto oder längerfristig, wie auch immer. Das ist so ein bisschen, dass die Staatsanleihen sind das Sparkonto, da kriegen sie Zinsen. Die Einlagen bei der Zentralbank sind das Girokonto. Und wenn die Bank Staatsanleihen verkauft an die Zentralbank, dann bucht sie quasi einfach nur um vom Sparkonto aufs Girokonto. Warum macht sie das? Nun, weil die EZB ihren guten Preis anbietet und sie quasi einen Aufschlag, im Aufschlag verkaufen kann, die Anleihen. Dann macht sie sozusagen auch kleinen Profit mit. Aber eigentlich bucht sie nur um. Es ist nur günstig, gerade vom Sparkonto das Geld runterzuholen und aufs Girokonto zu legen. Und dann muss man noch verstehen, das erklärt aber sogar Hans-Werner Sinn, dass die Banken Zentralbankgeld nicht weiterverleihen können. Also ist dann nicht so, jetzt haben die Banken ganz viel Zentralbankgeld, weil die EZB es gedruckt hat, in dem Sinne erzeugt hat und den Banken damit die Staatsanleihen abgekauft hat. Jetzt haben die Banken das, aber was machen die denn damit? Ja, die können damit nichts machen, außer wieder neue Staatsanleihen zu kaufen vom Finanzminister Lindner oder vom griechischen Finanzminister oder damit sich sozusagen gegenseitig Überweisungen zu tätigen. Du bist bei einer Bank A, ich bin bei Bank B, jetzt willst du mir was überweisen, dann überweist die Bank da, deiner Bank, meiner Bank, Zentralbankgeld. Dafür braucht sie es. Aber die Kredite, die sie erzeugt, um Giralgeld zu schaffen, dafür braucht sie das Zentralbankgeld nicht. Und sie kann es auch nicht weiterverleihen. Sie kann mir kein Zentralbankgeld überweisen, denn ich habe gar kein Konto bei der Zentralbank. Ich habe kein Konto bei der EZB. Wie will mir jemand Guthaben bei der EZB überweisen, wenn ich gar kein Konto da habe? Das ist technisch nicht möglich. So ein bisschen was, als würde man aus FIFA 21 was jemand überweisen, der FIFA 22 spielt, also von einem Computerspiel ins andere. Da weiß auch jeder, nee, also geht nicht, sind zwei verschiedene Systeme. Und ja, genauso ist das quasi auch und deswegen ist das falsch. Also wenn wir die Staatsanleihen mitzählen würden als Sparkonto in der Geldmengenstatistik, dann wären die Effekte nicht so groß. Dann könnte Hans-Werner Sinn nicht sagen, oh, wir haben diese Versiebenfachung der Geldmenge, M0, das wird sich irgendwann durchschlagen auf die Preise. Das könnt ihr ja nicht sagen, weil da wäre keine Versiebenfachung. Ja. Wie ist da der Zusammenhang mit der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes? Wenn man sich die Umlaufgeschwindigkeit anschaut auf dem Chart, dann sieht man, dass sie immer weiter fällt. Historisch niedrig, glaube ich, aktuell. Kann man vereinfacht sagen, dass die Geldmenge zwar steigt, aber immer weniger zirkuliert in der realen Wirtschaft und so eben auch keine Inflation auslösen kann? Und wenn ja, warum ist die Umlaufgeschwindigkeit so niedrig? Umlaufgeschwindigkeit, das kommt aus dieser Gedankenwelt Quantitätstheorie des Geldes. So eine Gleichung, wonach man sagt, wenn man die Geldmenge erhöht und die Umlaufgeschwindigkeit gleich bleibt, dann sozusagen muss das ganze Güterangebot, was auch fix ist, muss sozusagen höhere Geldmenge bedeuten, die Güterkosten alle mehr. Und jetzt kann man sagen, ja, aber Umlaufgeschwindigkeit fix, das ist jetzt nur so eine Annahme, die ist ja gar nicht fix, sondern wie du richtig beschrieben hast, sie ist gerade sehr niedrig, sie ist gesunken und deswegen schlägt die Geldmenge auch nicht so auf die Preise über.
Ich finde das mit der Umlaufgeschwindigkeit eigentlich nicht so einen guten Indikator, weil er recht wenig darüber sagt, wo ist denn Kaufkraft und wo werden Ausgaben getätigt und wo nicht. Also so Sachen wie Auftragsbücher, Auslastung der Industrie, der verschiedenen Wirtschaftsbereiche, auch Arbeitsmarkt, wo brennt es und wo brennt es nicht, sagt viel mehr darüber aus, wo läuft es gerade gut, wo fließt viel Geld hin, wo zirkuliert gerade viel Geld und ist nachfragewirksam und hat damit auch ein Inflationsrisiko. Wenn die Wirtschaft überhitzt, können wir Inflation bekommen, als einfach nur auf diese Umlaufgeschwindigkeit abzustellen. Zumal man ja auch den Trend hat, dass wenn die Banken Geld per Kredit erzeugen, dann geht immer weniger davon zum Bäcker Lutze, der Brötchen backt und Maurice Höfgen, der ein Haus kaufen will, sondern immer mehr dann zu Institutionen, zu Anlegern, zu Hedgefonds, keine Ahnung, also Finanzinvestoren, die dann wiederum das neu geschaffene Geld nutzen, um es am Finanzmarkt anzulegen und damit da zu spekulieren und damit sozusagen Spekulationsgewinne zu machen. Finanzialisierung, Debt Shift ist da der entsprechende Fachbegriff. Also dass immer mehr in der Finanzwirtschaft ankommt, immer weniger in der Realwirtschaft. Und das ist ein Zustand, den wir nicht wollen, denn die Banken haben ja das Privileg, Geld aus dem Nichts zu erzeugen, Kaufkraft aus dem Nichts zu erzeugen. Das sollen sie doch gefälligst dafür nutzen, damit gute Sachen neu entstehen, damit der Bäcker Lutze eben, wenn er neu startet, seine Produktion aufbauen kann. Und wenn es dann läuft, kann er den Kredit zurückzahlen, kann Leute beschäftigen und uns gute Brötchen backen. Das ist das, was wir wollen. Wenn die Bank den Kredit nicht erzeugen würde, hätte er es schwerer, weil dann müsste er es irgendwie Geld anders bekommen, sparen, keine Ahnung was. Das würde nicht funktionieren. Und deswegen, ja, muss man da eben auch schauen, die Banken vernünftig zu regulieren. Mhm. Gibt es und besonders... Ein Effekt ist natürlich auch die Vermögensverteilung. Also wenn wir sehen, dass die Vermögensverteilung immer ungleicher wird, dass sich Vermögen sehr stark konzentriert. Pass auf, wie waren die Zahlen? Ich hatte sie mal. Top 10% besitzen 16% des Nettovermögens, Top 1% andersrum. Ich hab's wieder. Die Top 0,1% besitzen 16%, Top 1% ein Drittel und Top 10% irgendwie zwei Drittel oder so, 60%. Und die untere Hälfte besitzt gar nichts, so ungefähr. Die untere Hälfte, genau, die sind netto sogar verschuldet, ja. Mhm. Die besitzt gar nichts. Und wenn man das natürlich auch nochmal einkalkuliert, Vermögende geben das Geld nicht für Konsum aus, nicht in der Realwirtschaft. Also viel ja, aber gemessen an dem, was sie alles haben, eher nicht, während jemand ein armer Schlucker ist, dem gibt sein ganzes Einkommen und das Geld, das er hat, beim Bäcker aus, beim Supermarkt aus, da zirkuliert es direkt in der Wirtschaft. Und dadurch haben wir natürlich durch die hohen Sparquoten bei Vermögen dann auch, dass Geld sozusagen aus dem Kreislauf entzogen wird und nicht mehr zirkuliert. Ja? Oder in die Finanzwirtschaft geht, weil dann sozusagen Aktien davon gekauft werden oder sonst noch was. Mhm. Oder es in Immobilien gesteckt wird und da die Immobilienpreise steigen oder so und das Geld dann da festklebt. Ich würde mir gerne mal beispielhaft die Stimulus-Checks aus den USA anschauen, wo also jeder Amerikaner während der Pandemie per Post nach Hause einen Check bekommt über mehrere tausend Dollar, finanziert ja durch neu geschaffenes Geld. Und dieses Geld nehmen die Leute dann und gehen damit in den Laden und verkonsumieren das, jedenfalls zu großen Teilen. Klar, viel wurde auch in Kryptowährungen und NFTs und diesen ganzen Markt gesteckt. Gleichzeitig geht niemand zur Arbeit wegen der Pandemie, aber weil es ja dann auch genug staatliche Unterstützung gibt. Es gibt also in dem Moment gar keine Notwendigkeit zu arbeiten. Die Produktion liegt also am Boden. Und das viele neue Geld trifft auf ein dann sehr knappes Angebot. Die Preise steigen, Inflation. Natürlich ist jetzt klar, dass das jetzt eine einmalige Sache war oder jedenfalls auf die Pandemie begrenzt. Aber besteht nicht die Gefahr, dass wenn neu geschaffenes Geld zum Beispiel vor allem in Sozialhilfe fließt oder wenn man noch weiterdenkt und sagt, ein bedingungsloses Grundeinkommen, dass das dann direkt zur Inflation beiträgt? Du hast recht, dass es inflationär sein kann, aber es muss nicht.
kurz zu den Stimulus-Checks, da muss man dazu sagen, da ging es natürlich darum, also da hatten Leute, die konnten ihre Rechnungen nicht bezahlen, ja, dann ihre Mieten nicht überweisen, ihre Gesundheitskosten nicht decken. Viel Geld, was sie dann bekommen haben, ging auch erstmal dafür raus, um ausstehende Rechnungen zu bezahlen. Gerade bei denen, die sehr kleine Einkommen haben, das ist in den USA ja ein großes Problem, Privatverschuldung auch. Das heißt, es ist nicht so, als würden alle den Check, das wäre Geld, was sie nicht gebraucht hätten und hätten jetzt sozusagen zusätzlich Luxuskonsum betrieben oder so, sondern es war bei vielen Familien schon sozusagen, da hat der Baum gebrannt. Deswegen, war das, denke ich, notwendig, um da ein bisschen was von der Corona-Last zu mildern. Aber grundsätzlich hast du recht, wenn man Geld ausgibt und gleichzeitig die Produktion so runterfahren muss oder runterfährt oder sie nicht erhöhen kann, kann ja auch sein, dass wir schon Vollbeschäftigung gehabt hätten und dann wären noch Stimulus-Checks gekommen. Auch das hätte ich sehr kritisch gesehen. Dann gibt es ein Inflationsrisiko. Aber im Normalfall ist es so, dass die Wirtschaft sich ja ausdehnen kann, ja wachsen kann. Wenn wir jetzt mal ein Beispiel machen, wir würden jetzt das Steuersystem so lassen, wie es ist, aber Hartz IV verdoppeln. Ja, da würden die Leute jetzt 800 Euro jeden Monat bekommen. Mhm. Sozialhilfe. Ja. Das wäre sozusagen Staat, es würde auch gelten als staatlicher Konsum, nicht als Investition. Mhm. Würde das wirklich zur Inflation führen? Also das wären dann ein paar Millionen Leute, die 400 Euro mehr hätten, die sie ausgeben. Wenn sie das ausgeben, beim Friseur, beim Mediamarkt, um sich eine neue Waschmaschine zu kaufen, um sich den Trockner reparieren zu lassen, um sich ein neues Auto, was auch immer der Konsum dann ist, um mal häufiger ins Kino zu gehen, ins Theater. Der Friseur, der hat ja dann den Anreiz, nicht gleich die Preise zu erhöhen, sondern wenn er jetzt mehr Nachfrage hat, dann will er die erstmal bedienen, wenn er dafür mehr, entweder hat Kapazitäten und schneidet einfach häufiger die Haare oder ein Unternehmen produziert mehr Waschmaschinen. Und sonst ist erstmal der Anreiz da, etwas Neues einzustellen, eine neue Person einzustellen, um dann sozusagen mehr Nachfrage zu bedienen oder sozusagen neue Arbeiter einzustellen oder neue Maschinen zu kaufen, Teile zu kaufen, mehr Waschmaschinen zu produzieren. Denn wenn die Unternehmen erstmal mehr Menge machen, statt höhere Preise, dann gibt es ganz viele Vorteile. Wenn sie mehr Marktanteile haben, dann sind sie marktmächtiger, dann können sie bessere Einkaufskonditionen verhandeln. Damit haben sie langfristigen Vorteil, um die Konkurrenten aus dem Markt zu verdrängen. Das heißt, selbst betriebswirtschaftlich ist es so, wenn ein Unternehmen mehr Nachfrage bekommt, dann versucht es, die erstmal zu erhöhen, auch weil es Loyalität gegenüber seinen Kunden hat und Angst hat, zum Teil Preise zu erhöhen. Tatsächlich der Fall bei vielen, denkt man gar nicht, gerade im mittelständisch geprägten Deutschland. Das heißt, man will erstmal mehr Menge machen, ja, bevor man die Preise erhöht, weil man überhitzt ist. Und dann ist es in den meisten Fällen ja so, dass man das auch ermöglichen kann. Wir haben in Deutschland oder in Europa auch einen Arbeitsmarkt, der nicht voll ausgelastet ist. Wir haben Unternehmen. In gewissen Branchen sieht es sehr brenzlig aus, im Handwerk zum Beispiel, ne? Das muss man auch dazu sagen. Stimmt, ja, genau, stimmt. Es gibt Flaschenhälse in gewissen Branchen, aber die könnte die Politik natürlich auch lösen, ne? Mit gewissen Anreizen. Mhm. Also wenn Handwerker sein oder Ingenieur sein oder Architekt sein, also sich deutlich mehr lohnen würde, oder wenn man sozusagen jetzt nochmal ein ganz anderes Beispiel machen, wir würden einfach mehr Lehrer einstellen und den Leuten mehr Geld zahlen, Lehrerberuf aufwerten. Das kann die Politik natürlich beeinflussen. Wir haben Arbeitslose, wir haben auch qualifizierte Arbeitslose, so ist es nicht. Wir haben Unterbeschäftigte und das heißt, wir haben Ressourcen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Das würde man über solche Konsumausgaben machen, kann man aber auch über Investitionen natürlich viel besser und viel direkter steuern. Ich will nur sagen, nur Geldmenge, also nur sozusagen mehr Geld raushauen, mehr Ausgaben tätigen, kann inflationär sein, muss es aber nicht. Man muss immer genau hingucken und vielleicht kann es auch nur zeitweise inflationär sein. Ja. Mhm. Denn wenn der Bäcker Lutz sich jetzt eine goldene Nase verdient, dann kommt irgendjemand anderes auf die Idee, boah, der verkauft so viele Brötchen, dann stehen die immer Schlange, dann mache ich auch einen Laden auf und dann hat man einen Wettbewerb und dann geht's sozusagen, gehen die Preise auch wieder runter. Ja. Ich würde gerne nochmal auf die Aufkaufprogramme der EZB zurückkommen, das Thema Unternehmensanleihen, wie du das siehst. Also mittlerweile geht es ja nicht nur noch darum, Staatsanleihen, sondern auch Unternehmensanleihen zu kaufen. In den USA läuft das jetzt nach meiner Information auch demnächst aus. Die EZB
hält wohl weiter daran fest. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ja. Die Notenbanken eliminieren ja im Grunde so das Risiko der Unternehmensfinanzierung und subventionieren mit Billionen europäische Unternehmen. Und man kann argumentieren, dass es eine Marktverzerrung ist, weil einerseits fällt für Unternehmen, die vielleicht nicht ein sehr solides Geschäftsmodell haben oder die es verschlafen haben, sich für die Zukunft gut aufzustellen, dann der Risikoaufschlag bei der Finanzierung weg. Andererseits kommen diese Kaufprogramme ja eh nur den großen Konzernen zugute, die es sich leisten können, sich von einer Ratingagentur durchleuchten und bewerten zu lassen, um sich für diese Programme überhaupt zu qualifizieren. Geht die EZB nicht hier viel zu weit mit diesem Eingriff in den Markt? Ich bin auch kein Freund von diesen Aufkäufen von Unternehmensanleihen. Ich würde es auch nicht machen. Ich finde aber nicht, dass der Effekt so groß ist, weil sie kauft sozusagen den Markt in der Breite auf. Sie kauft meines Wissens deutlich weniger Unternehmensanleihen als Staatsanleihen, also die Volumen sind andere. Deswegen ist es nicht so entscheidend. Aber was du beschreibst, ist richtig, dass natürlich Unternehmen, dadurch börsennotierte Unternehmen, die das entsprechende Rating haben, die werden finanziell besser gestellt. Ja, die kommen dann auch besser, einfacher wieder an Bankkredite, vor allem jetzt so Vergleichsunternehmen, die eben nicht an der Börse sind. Und ja, das ist in gewisser Weise ein Eingriff in den Wettbewerb, den die EZB aber sonst eigentlich nicht machen will. Denn innerhalb dieser börsennotierten Unternehmen sagt sie natürlich, ja, nee, kauft sie nicht auf. Ja, also kauft sie nicht sozusagen Commerzbank ja, aber Deutsche Bank nein, sondern kauft sie in gleichem Maße eben gemäß Kapitalschlüssel oder Marktschlüssel, kauft sie das auf. Das finde ich dann noch vernünftig. Jetzt gibt es noch eine interessante Sache. Gibt es ja Leute, die das jetzt als Maßnahme, als Klimaschutzmaßnahme sehen, wenn man da jetzt grüne Vorgaben macht, also dass die EZB nicht mehr marktneutral, nennt sie das, einkauft, also einfach sozusagen den Marktschnitt aufkauft, sondern dass sie dann schaut, mit grünen Kriterien, Nachhaltigkeitskriterien, dass sie dann zum Beispiel Unternehmen aus der fossilen Energiebranche da keine Anleihen mehr aufkauft und bei anderen Unternehmen, die vielleicht in Solar oder Wind sind, das schon. Das halte ich tatsächlich, es hätte einen sehr, sehr kleinen Effekt. Ich halte das aber nicht für sinnvoll, denn ich finde, damit würde man die EZB überfrachten. Geldpolitik ist nicht dafür zuständig, Klimaschutz zu betreiben. Klimaschutz, dafür braucht es Vorgaben für den Markt. Da kann der Staat selber investieren, kann er subventionieren, kann er Vorgaben geben. Das sollte man machen. Das ist demokratisch legitimiert. Die EZB ist eine technokratische Institution. Von ihr sollte man nicht verlangen, da jetzt klimaschutzmäßig sonderlich aktiv zu werden und Unternehmen zu diskriminieren. Zumal, auch das schließt jetzt so ein bisschen an das, was wir vorher hatten, finde ich, Zentralbanken sollten sich ehrlich machen, Ökonomen sollten sich auch ehrlich machen, sie haben gar keine Chance, die Inflationsrate zu kontrollieren und zu steuern. Wenn das Inflationsziel 2% ist, dann kann die EZB sehr wenig machen. Sie hat sehr wenig Instrumente, um das wirklich zu beeinflussen. Sie kann den Zins hoch und runter setzen und sie kann Anleihen kaufen, ja oder nein. Aber wir haben jetzt in der Eurozone gesehen, jahrelang hatten wir niedrigere Inflationsraten. Die Wirtschaft hat gelähmt. Die Finanzminister lagen quasi im Koma. Ja? Die haben versucht, Sparpolitik zu machen, Austeritätspolitik. Das heißt, die Wirtschaft hat so ein bisschen am Tropf gehangen. Da kann die EZB sich auf den Kopf stellen. Da kann Christine Lagarde, da konnten Mario Draghi machen, was die wollten. Wir haben die Wirtschaft nicht belebt bekommen und konnten den Zins nicht steuern, die Inflation nicht steuern. Und jetzt überschießt es. Jetzt sehen wir, dass wir Energiepreise haben, die steigen, Pandemie-Einflüsse. Auch da kann die EZB nichts machen. Die kann nichts mit den Löhnen machen. All diese wichtigen Faktoren, die eben auf die Inflation Einfluss nehmen, kann sie nicht vernünftig beeinflussen, nur sehr, sehr indirekt. Von daher verstehe ich gar nicht, warum wir das Inflationsmandat der EZB geben, und verstehe ich erst recht nicht Leute, die ihr dann noch, wenn die das Inflationsmandat schon zu Unrecht hat, auch noch Klimaschutz aufbürden wollen. Das verstehe ich nun dann wirklich nicht. Ja. Das ist die perfekte Überleitung, denn gerade heute war ja Jerome Powell im Kongress und musste dort Rede und Antwort stehen, und er wurde dort unter anderem gefragt, wenn die lockere Geldpolitik gar nicht die tatsächliche Ursache der Inflation ist, warum will uns die US-Notenbank jetzt zum Beispiel
Leitzinserhöhungen oder die Reduzierung der Bilanz als die wirksame Medizin gegen genau diese Inflation verkaufen. Also wie sinnvoll sind diese Maßnahmen letztendlich überhaupt? Perfekte Frage. Also exzellente Frage. Und die Antwort ist, es wird nicht viel verändern. Also weder wird Putin mehr Gas rüberschicken, noch wird OPEC sich bereit erklären, mehr Öl zu fördern. Also das alles wird nicht passieren. Und eher im Gegenteil, muss man sogar sagen. Denn wenn jetzt zumindest in der Eurozone man die Zinsen erhöht, die Anleihekaufprogramme zurückfährt, dann wird es teurer für Griechenland, für Italien, sich zu finanzieren. Dann können sie weniger Geld ausgeben, um die Pandemie zu bekämpfen. Oder es wird zumindest teurer. Und sie können weniger Geld ausgeben, um zum Beispiel solarmäßig, windmäßig, alternative Energien, Kernenergie, was auch immer, ist jetzt auch wieder zum Thema geworden, all da rein zu investieren. Und das ist ja so ein bisschen der Witz auch. Wenn man eigentlich sich ehrlich macht, dann ist gerade die Schlussfolgerung, hätten wir in der Vergangenheit mehr Geld ausgegeben, um bei Solar und Wind und Speicher schon weiter zu sein, dann wären wir heute gar nicht so sehr davon abhängig, dass Putin den Gashahn nicht auftritt und dass das OPEC-Kartell höhere Ölpreise diktiert, weil wir selbstständiger, autarker wären. Ja? Und da ist eben diese Schlussfolgerung, ja, mehr Geld hätte bedeutet, wir hätten heute niedrigere Inflationsraten vielleicht. Mhm. Ja. Von daher, also zurück auf die Zentralbanken, sehr wenig Einfluss, sehr stumpfe Schwerter, mit denen sie da kämpft. Mhm. Ja, und aber das würde jetzt zu weit führen, da habe ich noch einen Artikel dazu. Wenn man aber ganz genau hinschaut, ob denn Zinserhöhungen tatsächlich die Wirtschaft abwürgen oder nicht, auch da würde ich auch, also bin ich sehr skeptisch, ob diese, man unterstellt ja diese Wirkungsmechanismen, Zins runter, dann schiebt man die Wirtschaft an, weil Banken vergeben dann mehr Kredite und so und dann gibt es mehr Geld und dann, oh, und dann floriert alles und Zinsen hoch, dann würde man alles abwürgen. Weiß ich auch nicht. Ist, glaube ich, nicht so. Es gibt sehr viele unterschiedliche Wirkungsmechanismen. Um das Thema ein bisschen abzuschließen und zum nächsten Thema zu kommen, dein Steckenpferd ist ja die MMT, also die Modern Monetary Theory. Vielen wird das kein Begriff sein. Kannst du in ein paar einfachen Sätzen erklären? Ich weiß, es ist schwierig, das runterzubrechen, aber was das Konzept der MMT ist? Ja, MMT ist eine ökonomische Denkschule, so wie es die Neoklassik, den Post-Keynesianismus, den Keynesianismus, den Neu-Keynesianismus, die österreichische Schule, so wie es verschiedene ökonomische Schulen gibt, ist die MMT eine eigene ökonomische Denkschule. Es ist also eine Theorie, die versucht, die Wirtschaft zu beschreiben, die wirtschaftlichen Zusammenhänge und gerade eben Zusammenhänge bei der MMT. Wie funktioniert das Geldsystem? Wo kommt es her? Wie wird es geschaffen? Und dann makroökonomische Zusammenhänge. Wie entsteht Arbeitslosigkeit? Wie entsteht Inflation? Wie entsteht Wirtschaftswachstum? All das. Was unterscheidet die MMT von anderen Denkschulen? Eben, dass sie sehr stark damit anfängt, der Beschreibung heute, wie funktioniert das Geldsystem heute? Da schaut sie, was sagen denn Zentralbanken selber? Wie funktioniert das mit den Bilanzen? Was verändert sich da, wenn man einen Kredit vergibt, wenn die Zentralbank, na, ich hatte es eben ja mal beispielhaft gezeigt, wenn die Zentralbank eine Staatsanleihe kauft, was bedeutet das für die Bilanz der Bank? Ja? Zum Beispiel, oder wenn die Bank einen Kredit vergibt, damit fängt sie an. Und was die MMT populär macht, sind die Schlussfolgerungen, weil die sind so ein bisschen kontraintuitiv. Die Schlussfolgerung der MMT ist zum Beispiel, wenn man sich anguckt, wie das Geldsystem funktioniert und versteht, ein Staat hat seine eigene Währung, dann ist es notwendigerweise so, dass ein Staat zum Beispiel erst seine Währung ausgeben und in den Umlauf bringen muss, bevor wir als Steuerzahler dann mit Euros zum Beispiel unsere Steuern zahlen können. Ausgeben kommt also vor den Staat für Einnehmen. Das ist normalerweise, sprechen wir darüber ganz anders, weil wir sagen, ja, wir sind doch die Steuerzahler, wir zahlen doch sozusagen Steuern, damit der Staat sich finanzieren kann. Also für den Staat muss erst Geld einnehmen über Steuern, bevor er Ausgaben tätigen kann. Das dreht die MMT um und sagt, nee, das ist unlogisch. Früher Könige, die haben ihre Münzen geprägt, ihre Visage da drauf, das dann ausgegeben und ihre eigenen Münzen wieder eingezogen. Da war klar, hätten sie die Münzen nicht geprägt und ausgegeben, hätten sie gar nichts zum Einziehen gehabt. Also es ist völlig logisch für einen Währungsherausgeber, dass sie Ausgaben von den Einnahmen
kommen können. Und daraus folgt eine ganze Menge. Ein Staat kann nicht in eigener Währung pleite gehen, kann jederzeit alle Rechnungen in eigener Währung bezahlen, hat keine finanziellen Grenzen, wenn man so will, in eigener Währung. Aber die hat er natürlich in Fremdwährung, weil da kann er pleite gehen, wenn er Fremdwährungsschulden hat. Er kann sich auch keinen Wohlstand drucken, denn Geld macht nur was, wenn es auch Leute gibt, die dann arbeiten, wenn es Unternehmen gibt, die beschäftigt werden und so weiter und so fort. Dann muss er auf die realen Ressourcen gucken. Man will natürlich keine Inflation, das heißt, man will die Wirtschaft nicht überhitzen. Wenn alle Straßenbauer ausgebucht sind, macht es keinen Sinn, dass der Staat noch 10 Aufträge vergibt für x Millionen Euro, um neue Straßen zu bauen, wenn es einfach keinen gibt. Ja, das ist Quatsch. Und als letztes hat man natürlich noch politische Regeln. Die Schuldenbremse in Deutschland, das Debt-Ceiling in den USA, die Fiskalregeln in der Eurozone, die den Staat politisch einschränken. Also selbst wenn Geld nicht das Problem ist, Geld kann ja sozusagen immer, wenn ein Staat mit eigener Währung kann, immer eigenes Geld erzeugen und es ausgeben. Aber wenn er politisch sich eben vorschreibt, nur so und so viel mehr ausgeben zu dürfen, als er einnimmt, dann ist eben eine Einschränkung. Man könnte auch sagen, Christian Lindner muss 10 Klimmzüge machen, bevor er sozusagen Geld ausgibt. Das wäre auch eine willkürliche Einschränkung, ähnlich so wie es ein bisschen die Schuldenbremse ist. Ja, also Staatsschulden sind gar nicht so schlimm dann und Staatsdefizite auch nicht. Der Staat ist also gar nicht auf Steuern angewiesen, um sich zu finanzieren. Würde dann ein Staat, der strikt nach MMT agiert, auch gar keine Steuern mehr erheben? Nein, würde auf jeden Fall. Wenn gleich hier einfügen will, die MMT, die ist jetzt nichts Linkes oder Rechtes. Die ist sozusagen wie eine Brille, durch die man das Geldsystem versteht. Und die Einsichten kann man dann nutzen, um Politik zu machen. Also wenn ich jetzt ein Liberaler wäre von der FDP, würde ich zum Beispiel Einsichten nutzen können, um Steuern zu senken. Wenn ich jetzt Ausgabenprogramme will, um mehr Lehrer anzustellen und, weiß nicht, Leuten mehr Hartz IV zu zahlen, dann würde ich sozusagen für Ausgabenprogramme agieren. Also es gibt sozusagen nicht die MMT-Politik, wenn man so will. Mhm. Trotzdem aber, um auf die Frage zurückzukommen, sind Steuern extrem wichtig. A, Steuern erzeugen eine Nachfrage nach der Währung. Wenn zum Beispiel wir jetzt in Deutschland morgen erklären würden, Christian Lindner würde gemeinsam mit Olaf Scholz vor die Presse treten und sagen, das mit dem Euro, das machen wir nicht mehr. Ab heute habt ihr alle eure Steuern wieder in D-Mark zu zahlen. Mhm. Da müssten wir alle, um unsere Steuerpflicht zu erfüllen, auf einmal gucken, ey, scheiße, wir haben doch nur Euro, wo kriegen wir denn die D-Mark her? Das heißt, wenn man die Steuerpflicht sorgt dafür, dass die Leute eine Nachfrage nach der Währung haben, wo bekommen sie die Währung her? Nur vom Staat oder seinen dann lizenzierten Geschäftsbanken, die natürlich auch in der Währung des Staates zum Beispiel Kredite vergeben. Dazu haben Steuern sehr wichtigen Einfluss, um im wahrsten Sinne des Wortes zu steuern, um zum Beispiel Ungleichheit anzugehen. Wir hatten eben die Vermögensungleichheit, um die Konjunktur zu steuern. Also wenn Staatsausgaben das Gaspedal sind, wenn ich Geld ausgebe, um Leute zu beschäftigen, da wird mehr produziert, dann läuft die Wirtschaft. Wenn ich Leute besteuere, haben sie nach weniger Geld auf dem Bankkonto, dann können sie weniger ausgeben. Das bremst die wirtschaftliche Aktivität. Und so hat man quasi Gas- und Bremspedal. Und natürlich, um Verhalten zu steuern. Also wir besteuern sehr stark Zigaretten. Warum? Weil das uns aus gesundheitspolitischen Gründen wichtig ist. Also es hat ein Verbraucherziel, ein Verhaltensziel. Auch dafür sind Steuern wichtig. Also auch in einer MMT-Welt, ob links oder rechts, ob konservativ, liberal oder progressiv oder links, was auch immer, gäbe es auf jeden Fall Steuern. Nur unterschiedlich ausgestaltete Steuersysteme. Aber das ist vielleicht interessant, weil da unterscheide ich mich vielleicht jetzt zum Teil von klassisch linken Ansätzen und da würde der ein oder andere Liberale denken, aber vielleicht ist das eine gute Idee. Wenn man das versteht, der Staat braucht nicht die Steuern nur, um Einnahmen zu haben. Da denkt man ganz neu über das Steuersystem nach. Dann ist zum Beispiel eine Mehrwertsteuer eine sehr schlechte Steuer, weil Mehrwertsteuer betrifft vor allem diejenigen, die ihr ganzes Einkommen für Konsum ausgeben müssen. Ja? Dann ist aber zum Beispiel auch eine Unternehmenssteuer gar nicht so eine gute Steuer. Denn Unternehmenssteuer, extrem kompliziert. Eine Armee von Leuten, Millionen Menschen beschäftigen sich damit, die zu erheben, festzusetzen, Buchhalter, Finanzämter, Steuerbehörden, dann wird die noch hintergangen, hinterzogen, ist ganz ungerecht, große Unternehmen gegen Kleinunternehmen, ganz viel, also sie ist sehr aufwendig, sie ist sehr kompliziert, sie verbraucht damit reale Ressourcen, denn die Leute, die
also Unternehmensberater, der strategische Steuergestaltung macht, der würde unsere Gesellschaft viel mehr bringen, wenn er an Krebs forschen würde oder an Corona-Impfstoffen oder an keine Ahnung was oder ein Lehrer wäre. Und es ist nun mal so, wenn ich einem marktmächtigen Unternehmen Profite nehmen will, dann reagiert es damit darauf, indem es zum Beispiel auf die Preise überwälzt oder zum Beispiel die Löhne nicht entsprechend erhöht oder weniger Dividenden auszahlt. Das heißt, Jeff Bezos trifft man natürlich nicht, wenn man sagt, Amazon soll jetzt mehr Steuern zahlen, weil er so marktmächtig, er könnte das überwälzen. So gibt es auch ganz viele andere Bereiche. Das heißt, die Unternehmenssteuer trifft gar nicht die, die man häufig meint. Also warum nicht? Jetzt möchte ich meinen Vorschlag. Ist natürlich gerade überhaupt nicht in der Debatte und ist sehr grundlegend. Mhm. Aber eine Unternehmenssteuer ist keine gute Steuer. Da würde ich eher die Unternehmensbesitzer mit ihrem Einkommen besteuern. Das ist weniger kompliziert, als juristische Personen zu besteuern. Man muss nichts, viel weniger kann dann überwälzt werden und so weiter und so fort. Mehrwertsteuer finde ich auch eine schlechte Steuer. Dann würde das Steuersystem also anders ausgestalten. Mhm. Du hast gerade angesprochen, die MMT ist nicht politisch, also sagt nicht, Geld soll in Projekt A oder in Projekt B fließen. Und da schließt sich eine Zuschauerfrage an, die ich im Vorlauf bekommen habe. Da wird nämlich gefragt, ist es dann nicht die große Gefahr, dass dieses Instrument der MMT in die falschen politischen Hände gerät und dann zum Beispiel die falschen Projekte finanziert werden und totales Chaos auslöst? Inwieweit gibt es da Mechanismen, das zu verhindern, wann es die überhaupt gibt? Die Frage ist dahingehend interessant und lustig, als dass es das gleiche Frage könnte man heute schon stellen. Also was stellt heute sicher, dass wir nicht Kriege finanzieren und nicht fossile Energie finanzieren, wenn man so will? Es wird auch schon gemacht. Wir haben Kriege auf der Welt. Wie viel Geld hat die USA für Kriege ausgegeben, obwohl sie sich eine Schuldenobergrenze gibt und obwohl sie ihr eigenes Geld? Also es ist so ein bisschen nicht das Argument. Die MMT würde auch gar nicht sagen, das Geldsystem muss man umstricken, sondern sie beschreibt, wie es heute funktioniert und sagt, wir brauchen eigentlich nur, müssen wir die politischen Regeln so anpassen, dass man es gut ausgibt, dass man zum Beispiel keine Schuldenbremse hat, die dafür sorgt, dass wir in einen Investitionsstau haben. Ja, davon profitieren, darüber beschweren sich auch die Unternehmen, denn wenn die Straßen schlecht sind und die Brücken schlecht sind, dann kostet der Transport mehr, dann ist er unsicher, dann stehen die im Stau. Das macht auch deren Leben schwerer. Also warum nicht sowas abschaffen und anders machen? Und genau, einige kleine politische Instrumente eben umstellen, insgesamt aber auch mehr Gas geben, mehr Geld ausgeben, aber nichts grundlegend ändern. Das heißt, es ist gar nicht so, als würde die MMT jetzt völlig neue Instrumente und eine völlig neue politische Agenda vorschlagen oder bedeuten. Ja. Kriege und all den Quatsch haben wir auch heute schon. Kritiker der MMT führen dann gerne insbesondere Schwellenländer ins Feld und versuchen dann daran zu beweisen, dass das Ganze nicht funktionieren kann. Ich habe die letzten Jahre selbst auf dem lateinamerikanischen Kontinent gewohnt, die Hyperinflation links und rechts gesehen. Inwieweit ist dann diese Hyperinflation auf MMT zurückzuführen? Ja, natürlich gar nicht, weil also es ist ja nicht Folge einer Politik, wo Leute verstanden haben, quasi die MMT-Einsichten verstanden haben und entsprechend angewendet haben. Außerdem folgt aus der MMT auch nicht, dass jeder Staat gleich ist oder die gleichen Möglichkeiten hat. USA hat natürlich viel mehr Möglichkeiten als Argentinien, als Libyen, als Liberia. Ja? Liberia ist wahrscheinlich das extremste Beispiel hier. Sehr, sehr arm, sehr schwach entwickelt, keine eigene Währung, nutzt nur den US-Dollar. Wenn die ihre eigene Währung hätten, nur rein hypothetisch, dann könnten die natürlich mit ihrer eigenen Währung jetzt nicht unbedingt mehr Güter aus dem Ausland einkaufen. Kein Öl importieren, keine Medizin importieren, keine Technologie importieren. All das, was man eigentlich braucht, um seine Bevölkerung zu versorgen und sich auch zu entwickeln. Aber was sie vielleicht machen könnten, wäre zumindest ihre eigenen Leute anzustellen. Also es ist ja eine Absurdität, dass wir sehr viele Entwicklungsländer haben, die bitterarm sind, die schlecht entwickelt sind, aber die Arbeitslosigkeit haben.
Das ist ja ein Konzept, was eigentlich sehr verrückt ist. Ja? Und ein Land mit eigener Währung kann zumindest das machen, die eigenen Ressourcen, die es hat, egal wie arm es, wie schlecht diese Ressourcen ausgebildet sind, wie unproduktiv die sind, die zumindest zu nutzen. Wenn es dann mehr Ressourcen braucht, und das ist eben häufig das Problem von Schwellen- und Entwicklungsländern, die sind sehr häufig abhängig von eben genannten Importen, ja, von Öl, von Technologie, von Medizin. Nun ja, also dann müssen sie sich sehr häufig eben in Fremdwährung verschulden, weil das ist nun mal Öl zum Beispiel, kriegt man nicht, wenn Liberia eine eigene Währung einführen würde, das will niemand. Und das macht sie natürlich abhängig, weil in Fremdwährung können sie pleite gehen, dann kriegen sie ein IWF-Programm, kriegen Maßnahmen diktiert, all das. Und ultimativ kann man sich nur unabhängig machen und kann man sich nur gut entwickeln, wenn man eine eigene Industrie aufbaut und wenn man eine eigene Wirtschaft aufbaut. Ja, das hat aber in den verschiedenen Ländern verschiedenste Restriktionen, politischer Natur, militärischer Natur, rohstofftechnischer Natur, was auch immer. Da kann die MMT nicht viel dafür. Wenn du jetzt Hyperinflation angesprochen hast, wenn man über Venezuela spricht oder wenn man über Simbabwe spricht, das sind natürlich Fälle, wo sehr schlechte Wirtschaftspolitik gemacht wurde. Venezuela hat sich nicht entwickelt. Die waren von US-Dollar-Einnahmen abhängig und mussten Klopapier importieren. Also das ist keine vernünftige Industriepolitik. Und wenn dann irgendwann das Öl schwächelt, man kein Klopapier mehr importieren kann, dann steht einem das Land stehen einem die Leute auf der Straße und dann hat man ein Problem. In Simbabwe hatte man noch ein anderes Problem. Da gab es eine Landreform. Da wurden Bauern enteignet und da wurde dann verschanzt an andere. Die Bauern haben das Land abgebrannt, haben ihr Vieh getötet, weil sie so sauer waren. Und die Lebensmittelproduktion ist innerhalb kürzester Zeit um 50% eingebrochen. Ja, in so einem armen Land, wenn weniger produziert wird, dann ist das natürlich eine Katastrophe. Und dann hat die Regierung reagiert, so ein bisschen das schließt den Kreis gut. Es gab weniger Produktion. Und dann hat sie damit reagiert und hat sozusagen dann versucht, den Leuten trotzdem Geld zu geben. Aber wenn ich die Güter nicht habe, dann kann ich noch so viel Geld erzeugen. Und wenn die nicht produziert werden können, wenn die Bauern nicht produktiv sind, weil die nicht wissen, die aus dem Land dann neu bekommen haben, was sie damit machen, dann ist das ein Cocktail, ein böser, der dann ja in Hyperinflation geändert hat. Aber das wäre nichts, was ich zum Beispiel jemals einem Land empfehlen würde an wirtschaftspolitischen Maßnahmen. Gott behüte. Mhm. Ganz im Gegenteil. Deswegen hat das nichts mit MMT zu tun. Ja. Und MMT würde auch nicht sagen, jedes Land ist gleich. Also. Mhm. Du hast vorhin gesagt, MMT ist nicht links. Aber die öffentliche Wahrnehmung ist schon, dass es eher im linken Spektrum zu verorten ist. Vielleicht, weil es sehr viele medienwirksame Vertreter aus dem linken Spektrum gibt. Mhm. Was haben denn die Konservativen und die Liberalen so im Mainstream gegen die MMT so fundamental eigentlich vorzubringen? Was sind denn da die Argumente? Na, die Argumente, die häufig kommen, sind eigentlich die wir schon hatten. Thema Inflation, Thema, ja, aber gilt doch nur für die USA. Häufig kommt dann sowas wie, aber die Zentralbank muss doch unabhängig bleiben. Dann glaubt man dann, dass die Zentralbank irgendwas anders machen muss. Muss sie aber gar nicht. Unabhängigkeit der Zentralbank heißt ja auch nur, sie darf Geldpolitik machen, wie sie will. Also Zinsen hoch, Zinsen runter, mehr Anleihen, weniger Anleihen kaufen. Das könnte sie unter MMT genauso. Die Unabhängigkeit der Zentralbank heißt nicht, Lagarde darf sich hinstellen und sagen, Christian Lindner, also die Überweisung da, Fördermittel für Bäcker Lutze, die machen wir nicht. Das kann sie natürlich nicht machen. Das ist nicht die Unabhängigkeit. Es darf also bestehen bleiben. Ich glaube, wichtiger für die Frage ist zu verstehen, dass natürlich also der Wirtschaftsliberalismus auch als Idee ganz stark verkörpert, Markt groß, Staat klein. Ja? Und für Staat klein hilft natürlich sowas wie eine Schuldenbremse, hilft sowas wie Fiskalregeln, wie Sparpolitik. In Griechenland ganz übertrieben, wo dann Sachen privatisiert wurden, auch sehr viel, Häfen, Flughäfen und so weiter. Das ist so ein bisschen das, was jetzt so weltanschauungsmäßig oder überzeugungsmäßig, ideologisch nur beschreibend gemeint, jetzt gar nicht wertend gemeint, ideologisch einfach anders ist.
und was dann dazu führt, dass man sowas ablehnt, wo rauskommen könnte, ah, okay, der Staat kann ja doch viel mehr, dann ist es natürlich gar nicht in unserem Interesse für das, was wir so aufgebaut haben. Aber es ist auch nicht so, da kann ich dich beruhigen, dass es jetzt auf linker Seite Konsens wäre, dass das so ist. Auch da ist man sehr, sehr skeptisch, weil man extrem viele konservative und wirtschaftsliberale Narrative selbst verinnerlicht hat. Das führt dann dazu, dass man, die Schlussfolgerungen sind andere. Man sagt dann nicht, wir können uns das nicht leisten, sondern man sagt, wir müssen erst die Reichen besteuern, um uns das leisten zu können. Mhm. Ja? Aber auch da würde ich sagen, also Superreiche sollte man besteuern, weil sie zu reich sind, weil es vielleicht die Demokratie schädigt oder den gesellschaftlichen Zusammenhalt, das Leistungsprinzip, weil das vererbte Reichtum, was auch immer, aber nicht, weil wir das Geld brauchen, um was für die Armen zu tun. Das können wir heute machen und das verändert natürlich so ein bisschen die Story und sorgt auch da, das kann ich dir versichern, für Konflikte und Reibung. Okay. Du hast gerade angesprochen, auch ein Argument ist, ja, das funktioniert nur in den USA. Gibt es denn Unterschiede zwischen einem Land wie den USA und einer Währungsunion jetzt in der Anwendbarkeit der MMT? Gar nicht in der Anwendbarkeit, weil, also ich würde immer sagen, MMT kann man nicht anwenden oder umsetzen, sondern eher in der Analyse, was kommt raus, wie viel Handlungsspielraum hat denn ein Staat, ja oder nein? Da ist der Unterschied eher. Und die USA hat natürlich den krassesten, weil sie hat die Weltleitwährung, Reservewährung, wie auch immer man das nennt. In US-Dollar kann man sehr viel einkaufen, nicht nur in den USA, sondern quasi überall auf der Welt. Es sind sehr gefragte Währungen, das heißt, der Staat hat sehr viele Möglichkeiten. Das sieht zum Beispiel für Tschechien, die haben auch ihre eigene Währung, die tschechische Krone, aber versuchen wir mit der tschechischen Krone in den USA zu bezahlen oder Öl einzukaufen. Ja, das geht schon wieder weniger. Das heißt, da ist Tschechien sozusagen, hat weniger Spielraum als die USA. Dann gibt es noch Länder, die gar nicht ihre eigene Währung haben, weil sie sich die teilen. Währungsunion, Euro. Wir haben alle unsere eigene Währung aufgegeben, um den Euro zu nutzen. Für die Eurozone als Ganzes gilt, wir sind sehr souverän. Wir haben unsere eigene Währung, wir haben flexibles Wechselkursregime, wir haben kaum Fremdwährungsverschuldung, wir versprechen nicht sozusagen den Euro in irgendwas anderes umzutauschen und wir können auch Steuern in der eigenen Währung erheben. Von daher ist die Eurozone als Ganzes sehr souverän und könnte das auch auf die einzelnen Länder übergeben. Der Fall Griechenland 2014 zeigt, wenn nur ein Land in der Krise unter die Räder kommt, kann auch Griechenland der Euro abgedreht werden. Jetzt die Corona-Krise, alle sind betroffen, dann dreht die EZB den Euro nicht ab. Also auch dann fehlt es nicht an Geld. Griechenland, Italien, Renditen von 1-2%. Hätte man nach der Finanzkrise oder in der sogenannten Euro-Krise nicht gedacht. Und dann um ein anderes Beispiel zu nennen, Liberia. Die haben sehr schwache staatliche Institutionen, die können kaum Steuern erheben, weil der Staat eben so klein und so unhandlungsfähig ist. Die haben nicht ihre eigene Währung, die müssen sich erst US-Dollar irgendwo besorgen, müssen Kredite aufnehmen, da sind sie abhängig davon, um was machen zu können. Und deswegen, jetzt wenn man so ein Spektrum an Souveränität mal zeichnen würde, dann wäre natürlich ganz oben die USA. Darunter sehr viele andere Länder, Großbritannien, Kanada, Japan, China auch und so weiter und so fort. Auch Deutschland, Eurozone und dann eben Entwicklungsländer weiter unten. Aber die MMT gilt überall, die Schlussfolgerungen sind nur andere. Ja, die USA kann mehr machen als Liberia, außer ein lustiges Beispiel, wenn die USA an der Schuldenobergrenze angekommen ist und man politisch sagt, jetzt geht nichts mehr, dann hätten die das Geld, aber dürfen eben nicht. Eine persönliche Frage zum Schluss, wenn ich darf. Wie investiert ein Vertreter der MMT wie du? Bist du im Aktienmarkt tätig zum Beispiel? Ich weiß gar nicht, ob es so klug wäre, das zu verraten, aber beantworte es mal so. Ich finde private Investitionen und staatliche, also sagen wir mal, privat über meine eigene Investition, über meine eigenen Finanzen nachzudenken, ist ganz anders als über öffentliche Finanzen nachzudenken. Ich finde es nicht verwerflich, in Aktien zu investieren. Ich finde es im Gegenteil sehr rational. Kommt drauf an natürlich wie und so oder generell sozusagen Finanzprodukte auch zu investieren. Von daher
habe ich nichts dagegen und würde das auch niemals moralisch aufladen oder so oder vergleichen mit dem Staat oder so. Das ist alles Quatsch. Also meine privaten Finanzen sind ganz anders als meine öffentlichen. Als meine, das, was ich über öffentliche Finanzen so sage, über das Geldsystem als Ganzes. Ja. Okay. Maurice, vielen Dank für das sehr interessante, aufschlussreiche Interview. Vielleicht können wir ja demnächst nochmal, wenn die Inflation in die eine oder andere Richtung sich weiterentwickelt, nochmal ein paar Monaten oder Quartalen nochmal draufschauen. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Hat großen Spaß gemacht, wollte ich sagen. Die Freude war ganz meinerseits. Vielen Dank, Maurice, dass du dich bereit erklärt hast. Vielen Dank an alle Zuschauer für die Aufmerksamkeit. Und vergesst nicht den Like-Button auf dem Weg nach draußen. Bis zum nächsten Video. Ciao.